Namaste, Namaste, guten Sonntagmittag an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, Vormittag. Ich bin schon umgeben von meinem Chor der pfeifenden Vögel, herrliches Wetter und es beginnt mit einer Einladung. Natürlich wie immer am Sonntag in unseren Salon. Dort wird es so etwas geben heute wie ein Rückblick, eine Standortbestimmung, ein Vorausblick, weil wir wissen ja nicht, wohin die Reise uns führen wird. Wir hatten eine ganz tolle Derniere am Freitag in Amriswil. Der Mönch hat getanzt, es waren zwar nur 197 Tickets verkauft worden, nicht 200, das war ja die Limite, aber er hat mich überrascht zu Beginn der Vorstellung und sein Tänzchen gemacht, 59 Sekunden hat der Mönch getanzt. Ich denke, das war eine Premiere für Amriswil und es war wirklich großartig. Mein Dank an die Ostschweizer Freunde. Es sind wirklich geile Sachen dort. Und an das Kulturforum Amriswil, Herr Bilicic, aber auch Morris, der an diesem Tag die Pacht übernommen hat des Bistros, das dort ist. Und es war natürlich für ihn toll, dass so viele Leute gekommen sind, so gewissermaßen als Anschubshilfe. Und wir haben versprochen, wir kommen wieder in die Ostschweiz, kabarettmäßig am 20. Oktober im Ochsen in Wagenhausen bei Stein am Rhein. Das ist allerdings ein ganz, ganz kleines, schnuckiges Kellertheater. Platz hat es etwa für 40 Leute, wurde relativ frisch umgebaut. Ich durfte das letztes Jahr eröffnen, die Bühne dort, allerdings unter dem Radar, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist der 20. Oktober und am 21. spielen wir wieder im Kulturforum in Amriswil. Dann allerdings natürlich das neue Stück, eine klitzekleine Wiese im grünen Paradiese. Ich bin emsig daran, an diesem Stück zu schreiben. Also vielen, vielen Dank natürlich auch meinem Mönch Jean-Marc, mit dem wir einen total lustigen Ausflug hatten und es ist irgendwie, wir sind so wie Pat und Patanchon, also ein so ungleiches Duo, wenn wir irgendwo reinkommen, vor allem auch in der Ostschweiz, er in seiner Mönchskutte barfuß, ich mit meinem, hatte ich zufällig dabei, mein halb komisches, schräges Dandy-Kittelchen, dann kriegen sich die Leute nicht mehr ein, was sollen jetzt die beiden da, und wir haben so viel gelacht und ich glaube, das ist wichtig, weil so viel zu lachen hatten wir nicht. Also, lieber Jean-Marc, ich freue mich auf weitere Untaten mit dir, natürlich auch mit Priska, sie managt ja die Vorstellungen in der Konservi in Seon, das wird sein der 17. September und der 1. Oktober. Und sie managt auch die Vorstellungen im Ochsen in Rapperswil bei Bern, im Haus des Lebens. Das wird sein am 16. September und am 30. September. Alle Termine findet ihr übrigens unter www.megaschweizer.ch. Vom Kabarett zu einer leider sehr traurigen Mitteilung, weil Wladimir Zelenko, einer der ganz Großen in der Pandemiebekämpfung, ist am Donnerstag, am 30. Juni von uns gegangen oder erlöst worden von einem langen, sehr, sehr schwerwiegenden Krebsleiden, ein Krebsleiden, das sehr selten auftritt, mit Befall der Atmungsorgane. Er hatte auch noch Operationen, ein Lungenflügel wurde ihm entfernt, er hatte verschiedenste Behandlungen und die Diagnose wurde schon 2 Jahre vor der Corona-Krise gestellt. Er hat sich nichtdestotrotz, trotz absehbar nicht mehr allzu langer Lebenserwartung, hat er sich seinem Gott anvertraut. Er war ja ursprünglich nicht religiös, ist dann aber in den orthodoxen jüdischen Glauben gewissermaßen hineingekommen. Er hat sein Schicksal in die Hände gelegt. Er hat sich vor allem für seine Community im Norden von New York, Kiryas Joel, eingesetzt, wie verrückt. Er wurde dort nach zuerst gefeiert durch großer Arzt. Donald Trump hat
sich nach seiner Behandlungsmaßnahmen behandeln lassen, relativ erfolgreich. Er wurde von dort, aus seiner dortigen Community, ein bisschen mit Schimpf und Schande vertrieben. Nichtsdestotrotz hat er den Kampf weitergeführt, obwohl er krank war. Er hat 8 Kinder und eine Frau, die er hinterlässt. Er hätte sich problemlos nur seiner Familie widmen können in seinen letzten wenigen Jahren, Monaten und Tagen. Er hat sich aber nicht gescheut, als Lautsprecher und Kritiker der Corona-Maßnahmen aufzutreten, weiterhin nicht nur Lob, sondern auch Häme und Schläge einzustecken und einzustehen dafür, was auch unter anderem in New York passiert ist, unter anderem durch den Gouverneur Andrew Cuomo, durch Fauci, Tony Fauci. Und er war auch immer ein gern gesehener Gast als Interviewpartner bei den freien Medien. Für mich ganz persönlich war er einer der ganz großen Leuchttürme. Ich habe sein Protokoll modifiziert, auch nach Peter McCulloch, modifiziert oder angepasst, auch ein bisschen nach Schweizer Kriterien und Zulassungsbedingungen, selbstverständlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich auf diesen Leuchtturm, auf diesen großartigen Arzt und Menschen gestoßen bin, denn dank seines Protokolls haben auch von meinen Patienten davon profitiert. Wir haben Hunderte danach behandelt, die krank waren und Covid-positiv getestet wurden. Wir hatten das große Glück, es braucht immer auch Schicksalsfügungen und Glück dazu, nebst Vertrauen und Beharrlichkeit, diese ganzen Sachen in die Tiefe zu gehen und zu erforschen. Wir hatten keine einzige Hospitalisation und wir haben auch keinen einzigen Menschen verloren. Und dafür gebührt dir, lieber Zef Zelenko, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir wissen alle nicht, wie lange wir auf diesem Planeten noch sein dürfen, gewisse werden sagen müssen, und irgendwann ist unsere Geschichte geschrieben, irgendwann sind wir, da dürft ihr glauben und denken, was ihr wollt, vor irgendeinem jüngsten Gericht wahrscheinlich, und wir werden angeschaut werden, ob wir jemanden, der Hunger hatte, zu essen gegeben haben, ob wir jemanden, der Durst hatte, zu trinken gegeben haben, ob wir jemanden, der krank war, gepflegt haben, ob wir jemanden, der gefroren hat, Kleider gegeben haben oder eben nicht. Und ich denke, im Buch von Matthäus heißt es ja auch, im Namen Gottes, was du für die anderen getan hast, hast du auch für mich getan. Und möge Wladimir Zef Zelenko von welcher Macht auch immer so beurteilt werden, dass er in einem großen und schönen Frieden ruhen darf. Das soll es gewesen sein. Folgt uns in den Salon, wenn ihr möchtet, und genießt diesen schönen Sonntag in diesem Bewusstsein des Momento Mori, dass unsere Zeit äußerst beschränkt ist. In diesem Sinne, Amandla, Avetu, bis in den Salon. Sali zusammen, macht's gut.